So, meine Lieben, herzlich willkommen zurück. Da sind wir wieder und schon in der dritten Folge und es geht fleißig weiter. Schaut mal, ich habe noch mal einen kleinen Rückblick zum letzten Spieltag. Gar nicht so verkehrt, denn unser guter Pichler hat es reingeschafft. Ihr habt es gesehen, super Leistung abgeliefert im letzten Spiel, dem 3-0-Sieg gegen Eintracht Braunschweig. Aber ganz interessant ist auch, wir sollten über diesen Weg auch ein bisschen schauen, wer kommt denn hier regelmäßig so in die Top 11? Und während der Saison können wir hier schon ein paar Scouting-Ansätze vielleicht finden für Spieler, die ja perspektivisch vielleicht zu uns rücken könnten. Hier, den habe ich mir mal rausgesucht, 20 Jahre jung, Matanovic von dem guten KSC. Würde ich ganz gerne mal einen Bericht reinholen, beliebiger Scout für eine Woche, einfach mal beobachten, ob wir da ein paar Werte reinkriegen. Ansonsten haben wir noch den Sobotka, auch schon ein bisschen älter, 29, dann schauen wir mal im Zentrum, Nicolau, 30 Jahre alt, auch das passt jetzt nicht unbedingt zu unserem Konzept mit jungen Spielern, den kennen wir natürlich aus dem EA Manager Let's Play, das wir Anfang des Jahres gepeitscht haben, also stabiler Innenverteidiger, auch der Touré bekannt, passt soweit, mit 27 auch nicht ganz so weit bei uns, Herr Rold mit 20 schon wieder ganz anders. Das sieht schon wieder ganz geil aus. Hier würde ich ganz gerne mal ansetzen. Mir auch noch mal einen Bericht reinholen. Einfach mal für eine Woche unter Beobachtung nehmen. Mal gucken, was wir an Informationen bekommen. Dem ebenfalls 27. Und im Tor war es der Christoph. Gut, ansonsten, ihr wart dabei. Letzte Folge war klar, der Sieg gegen Braunschweig. Wir stehen jetzt kurz vor dem Spiel. Unser ersten Heimspiel, ja, gegen Greuther Fürth. Das machen wir selbstverständlich gemeinsam. Lass mal kurz schauen. Ich habe auch schon gelesen, es geht so ein bisschen in Richtung Schulz. Wir haben nämlich drei defensive Mittelfeldspieler aktuell, die um den Platz streiten. Schulz, Remberg natürlich als unser Perspektivspieler und der gute Ivicic. Ivicic, ist doch richtig ausgesprochen, ja, das passt soweit. Da könnten wir nochmal ansetzen und gucken, wer von den dreien das Rennen macht. Aber einen abgeben wollte ich jetzt nicht, der Kader wird mir dann einfach zu dünn. Und das Geld, was wir jetzt aktuell haben, ja, da holst du auch nicht so viel. Lass uns mal nochmal schauen diese Woche, was kommt. Wie gesagt, die Scouting-Aufträge sind ja alle am Laufen. Da kommt der ein oder andere interessante Spieler sicherlich noch bei uns vorbei. Und wir gehen einfach weiter. Ich würde fast sagen, es steht aktuell nichts Akutes an. Wir können theoretisch bis zum Spieltag vorpeitschen und sehen uns gleich wieder. Feuer frei. So, meine Lieben, also auf geht's. Wir gehen in den nächsten Spieltag. Ich bin natürlich auch ein bisschen aufgeregt, ja. Also so ein Start mit einem 3-0, ja, ist nicht so selbstverständlich, sage ich mal. Aber schaut mal hier, ich habe mir noch ein paar Statistiken rausgeholt. Scholle, ja. Ich weiß noch nicht, ob es dabei bleibt, ja. Nehmt's bitte nicht so ernst, okay. Meiste Vorlagen, Luis Holtby und Tom Rothe, das ist schon mal klasse. Aber hier, Passquote, Porat und Timon Weiner. Gut, Timon lasse ich mal raus, aber Finn Porat mit 100% Passquote. Wie lange war er auf dem Platz? Nicht allzu lange, ne? Wir haben ihn ja eingewechselt. Aber das ist schon mal eine Hausnummer, mein Lieber. Ansonsten, gelbe Karten, häufigste Spieler des Spiels, klar, Scholle. Also, erster Spieltag war super. Die Taktik sieht folgendermaßen aus. Wir ändern erstmal gar nichts. Das Einzige, was wir machen mussten, ist den Däne rausnehmen. Oh, den Filter habe ich ein bisschen falsch angesetzt. Moment. Nicht im Verein nehme ich raus. Das ist doch gut. Ja, dann nehme ich die ausgeliehenen Spieler raus aus der Übersicht, aber momentan hat Däne eine Verletzung und ich liebäugel so ein bisschen mit der Option aus der Reserve bzw. aus der zweiten Mannschaft was nach oben zu holen, ne? Zum Beispiel De Wagbe, Rosenbohm, Wolf, ja, also ich bin da schon langsam dran, der Nico Carrera als Innenverteidiger, alles junge, interessante Spieler, die wir natürlich versuchen müssen zu fördern, ja, auch wichtig ist, nochmal ganz kurz rein, Verträge, wie sieht es da aus? Manche laufen aus, wir müssen uns die Spieler auf jeden Fall anschauen, zum Beispiel den Lukas Wolf, ja, ist hier eine Vertragsverlängerung angelehnt oder sagt man, nee, ist nicht so schlimm, wenn er uns dann verlässt, ja, das ist so ein Thema, wo ich sage, da müssen wir nochmal ran, mittelfristig, gut, Begegnung, Taktik-Meeting, wir gehen rein, meine Lieben, hier wird wieder vorgeschlagen, diverse Wechsel vorzunehmen, ach, schaut mal, ja, das ist auch gar nicht so verkehrt. Das machen wir mal. Halt, stopp, Moment. Das ist gar nicht so verkehrt, denn das habe ich übersehen. So ist es richtig. So ist es richtig. So wird daraus ein Schuh.
Komenda ist halt auch ein relativ guter Linksverteidiger, habe ich auch in den Kommentaren gelesen. Danke dafür, ich bin da immer offen. Ich schaffe es in der Regel, alle Kommentare zu lesen, weil so viele sind es ja nicht. Aber wann ich sie umsetze, das kann dann auch mal hier und da ein bisschen länger dauern, ne? Ganz klar. So, okay, meine Lieben, auf geht's zum Spiel. Das lassen wir uns nicht nehmen. Wir gucken uns das an. Gegen Greuther Fürth zu Hause, unser erstes Heimspiel. Das muss auf jeden Fall richtig, richtig gut werden. Wir machen so weiter wie beim letzten Mal. Ja? Wir haben nicht viel geändert, nur die Innenverteidiger gewechselt. Das muss auf jeden Fall reichen. Und ja, wir machen noch mal ein bisschen Pressetermine. Warum nicht? Wie sehr hoffen Sie, dass Ihr Team heute eine gute Leistung zeigt? Boah, wie glaube ich das, ja? Ja, wir sind gut drauf und müssen jetzt einfach da rausgehen und unseren Job erledigen. Ja, also, dann machen wir das doch. Und was kommt hier nochmal? Wie stellen Sie sicher, dass Ihre Mannschaft dort weitermacht, wo sie im letzten Spiel gegen Eintracht Braunschweig aufgehört hat? Wie stellen wir das sicher? Wir verändern erstmal nichts, ja, und versuchen einfach entsprechend das umzusetzen, was wir uns die Woche angeschaut haben im Training. Positiv. Da kann man nichts anderes sagen. Können wir auch mal schauen, ob wir vielleicht einen Medientypi bekommen, der uns das abnimmt, oder so ein Sportdirektor, ne? Irgendwie so einer, der da ganz, ganz clever ist und das entsprechend macht. Dass wir uns das nicht, dass wir nicht jeden zweiten Kommentar abgeben müssen. Gut, wir sind Tabellenführer. Nach dem ersten Spieltag heißt das noch nicht viel. Aber es war auf jeden Fall schon mal ein Auftakt nach Maß. Da können wir dran anbauen oder ansetzen. Und dann schauen wir mal, ja, ob wir das heute bestätigen können. Geht schwierig los. 2 Minuten gespielt und schon die erste Chance für Fürth. Da müssen wir jetzt ein bisschen Ruhe reinkriegen. Schauen wir mal. Scholle, also momentan relativ pari-pari nach 20 Minuten. Bei uns steigert sich ein bisschen. Wir haben jetzt mal den ersten Schuss abgegeben. Ansonsten verhält sich es heute doch deutlich ruhiger als beim ersten Spiel gegen Braunschweig. Ja, muss man ganz klar sagen. Da werden wir noch ein paar Spiele brauchen, um uns so einzugrooven und auch die anderen Mannschaften ein bisschen kennenzulernen. Wie sind die aufgestellt? Ja, wie sind die drauf? Oder wir haben schon so weit für Aufsehen gesorgt nach dem ersten Spieltag, dass sich ein paar defensiv orientieren. Schauen wir mal, die Chance hier jetzt, was wir daraus machen. Das war zu wenig. Also das war zu wenig. Da fehlt uns ein bisschen Pressing. Da können wir uns ruhig ein bisschen weiter nach vorne wagen, so wie es aussieht. Denn so viele Chancen hat jetzt... Boah, das muss schon bald gelb geben, wenn er nicht aufpasst. Der geht gut durch. Oh! Da ist es passiert. Also der Ribotta hat es immer noch drauf. Auch so ein alteingesessener Profi. Ein perfekter Zweitligaspieler. Aber da hätten wir jetzt hier, da hätten wir konsequenter sein müssen. Ja, das sah nicht gut aus. Aber da waren gleich 3 Leute beteiligt und hier auch nochmal daneben gelatscht. Also kann man besser verteidigen, ja. Ich habe eben noch gesagt, wir können uns ruhig ein bisschen offensiver wagen. Denn so stark ist das, was Fürth da abliefert, auch nicht. Sander tut sich schwer als Kapitän im Zentrum. Das war nichts, zumindest. Können wir das mal so festhalten in der ersten Halbzeit. Wo setzen wir da an? Wir müssen defensiv, definitiv ein bisschen offensiver rangehen. Das können wir hier direkt lösen über die Offensive. Und dann gehen wir mal in die Kabine. Dann müssen wir mal eine richtige Ansage machen an die Jungs. Was ist los? Wo ist das Selbstvertrauen? Wo ist das Selbstverständnis aus dem ersten Spiel? Ich bin nicht zufrieden. Nee, ich erwarte deutlich eine bessere zweite Halbzeit. Das müssen sie jetzt abliefern. Können wir schon festmachen, an wen es liegt? Oder können wir da vielleicht eine Person vielleicht ein bisschen rauskristallisieren? Oh, gelbe Karten hat es schon gegeben. In der Innenverteidigung macht das natürlich ein Riesenproblem. Er hat sogar mit einer recht guten Note. Aber ich versuche mal gleich hier einzuwirken mit einem Verteidiger. Wen bringen wir heute? Den motivierten Johansson. So, pass mal auf. Den bringen wir einfach mal. Ist ja ein erfahrener Spieler. Lass uns mal kurz reinschauen. 29 Jahre alt, der weiß ja, wie es geht. Und das könnte vielleicht noch ein bisschen Stabilität bringen. Okay, erstmal in der Defensive. Und dann, wer macht da vorne ein bisschen Rabatz? Ja, wen können wir gleich in die Pflicht nehmen? Heute nur eine 6,5 von Scholle. Den Stürmer jetzt in der Halbzeit auszuwechseln, finde ich ein bisschen voreilig. Sander hat jetzt keinen guten Start heute. Eine 6,3. Aber ist der Kapitän? Das macht auch kein gutes Bild, ne? Macht man einfach nicht, ja? Es gehört sich nicht. Auch wenn jetzt die Leistung nicht so super ist, aber sofort auszuwechseln.
Holpi mit einer 10 ist aber auch wichtig für uns, ja. Aber hat auch nicht einen guten Start erwischt. Versuchen wir es mal so. Pass mal auf, ich mache jetzt einfach einen kurzen Prozess. Ich nehme mal die Leistung von Porat aus dem letzten Spiel mit. Einfach Interesse mal, wie er das umsetzt. Mal gucken, ob wir da irgendwie eine Kehrtwende reinbekommen. Leistungstechnisch in der zweiten Halbzeit. Zwei Wechsel. Reagieren musst du ja, wenn es so läuft. Okay, Becker. Wohl eigentlich der beste Profi, den wir haben, meiner Meinung nach. Da ist er. Sehr schön. Boah, da hat nicht viel gefehlt. Da hat nicht viel gefehlt. Also so richtig hat der Bernhardsson auch noch nicht gezündet. Ne? Also das, was wir bis jetzt gesehen haben, da könnte noch ein bisschen mehr kommen. Gut gemacht, Jungs. Jetzt müssen wir es aber auch noch weiter verteidigen. Vorsicht, der Regotta, der ist ja brandgefährlich. Macht er gut, der Johansson an der Stelle. Und der Sander. Schön auf Pichler. Gute Flanke. Kommt er nicht ran. Bernhardsson. Der kann auch mal ins Dribbling gehen. Große Chance. Jetzt wieder über links über Pichler. Kriegt den Ball nicht ins Zentrum gedrückt. Nochmal. Jetzt haben wir eine richtige Druckphase. Boah, der war stark, der Schuss. Von Becker. Richtig stark. Porat nochmal. Noch nicht zu Ende die Chance. Die geht noch weiter. 56. Und schönes Dribbling. Stark. Boah. Er steht richtig, kein Abseits. Sein drittes Saisontor. Schribitzky, Scholle, altes Haus. Holt uns hier zurück ins Spiel, aber nicht alleine. Er stand halt gut. Hier, Porat macht das ganz, ganz stark. Hier das Dribbling, schaut mal. Das ist wichtig an der Stelle und bringt den Ball natürlich ein bisschen abgefälscht. Also in der Halbzeit alles richtig gemacht. Die richtigen Entscheidungen für die Wechsel getroffen, das ist wichtig. Und jetzt gucken wir mal, 60. Minute ist durch. Wo können wir noch mal ein bisschen ansetzen? Nächste Chance ist bereits am Laufen. Johansson, Becker. Wir haben auch auf Offensive gestellt. Er kann ein bisschen hinterlaufen. Probier mal, bis an die Grundlinie vielleicht. Pichler. Oh. Schade, schade, schade. Sah gut aus. So, 60. Wenn wir noch ein bisschen wechseln wollen, frische Jungs, dann müssen wir das jetzt tun. Lass kurz reingehen. Wen nehmen wir mit? Scholle wieder natürlich stark. Also auch kein Spiel, um jetzt Fiete hier in die Pflicht zu nehmen. Es wurde ja auch gesagt, dass der Scholle ganz gut links kann. Sehe ich hier aber nicht, ja. Es ist nicht so viel Option da. Der Mees, der steht ja auf der absoluten Abschutzliste. Beziehungsweise auf der Transferliste zum Verleihen. Sollen wir mal den Versuch einfach wagen? Manchmal ist es ja. Manchmal kommen solche Spieler wie der Phönix aus der Asche. Du kannst das nicht einschätzen. Und ich würde ganz gerne den Rembeck mitnehmen, ja, für den Schulz. So, da haben wir vier Wechsel schon wieder durch, in der 65. Es steht 1:1. Können wir nochmal die Wende schaffen? Sieht ja gut aus vom Spielverlauf, nicht so schlecht. Die zweite Halbzeit deutlich besser als die erste, das ist gefährlich. Scheiße, oh, darf ich nicht sagen. Mist. Petkov macht das hier. Setzt uns hier zu. Ja gut, der Gegner weiß auch, ne? Wir sind noch nicht eingespielt. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, wir wissen noch nicht, wer ist absolut verantwortlich für die einzelnen Positionen. Ja, wo finden wir es raus? Ein paar Positionen sind gesetzt. Ich sag mal, von 11 Stammplätzen sind vielleicht aktuell 5 bis 6 vergeben. Ja, der Rest muss noch ein bisschen mitwachsen. Spannendes Spiel. Kommen wir nochmal zurück. Kriegen wir noch einen Wechsel durch? Ich glaube nicht, ne? Wir haben 4 gemacht. Gomenda nochmal. Probiert nochmal euer Glück, Jungs. Über Sander Porat. Starker Einstieg in die Halbzeit. Johansson gefällt mir auch wirklich gut. Becker nochmal. Probier es nochmal. Da wieder. Das ist 1:1 das gleiche Tor. Wie das 1:1. Das 2:2 ist identisch mit dem 1:1. Da sind sie anfällig auf der rechten Seite. Schaut mal, das sieht genauso aus. Wieder durchgesetzt oder er wird überhaupt nicht angegriffen. Ja, hier, jetzt entscheidender Zweikampf vielleicht. Und wieder sieht das aus, als ob der abgefälscht wäre. Vom vierten Mitspieler. Und dann steht er richtig. Das ist auch Qualität, ja. Richtig zu stehen. Nochmal eine Möglichkeit, 82. Probieren wir gleich nochmal die Chance vielleicht für uns. Also die zweite Halbzeit gefällt mir sehr, sehr gut. Die haben wir da deutlich besser im Griff. Mees mal jetzt mit einem Angriff. Das sieht nach einem Dribbling aus. Unglaublich, der Typ. Der Typ ist einfach unglaublich.
3:2. 3:2. Wir nutzen das. Wir gehen jetzt vorsichtig rein. Kriegen wir noch einen Wechsel durch? Schaut mal, Mees, stark, Vorlage. Und jetzt hast du ein Problem, ja, bei der Personalentscheidung. Jetzt hast du ein Problem. Sehr schön. Kurze Pause. Wen nehmen wir noch? Sander ist müde. Wenn es noch geht, ich weiß noch gar nicht mehr, ob es geht. Probieren kann man es immer noch mal. Ich würde ganz gerne den Stern aber mitnehmen. Kann der das? Der kann das gut, ja. Den hätte ich ganz gerne dort. Bin mir noch nicht so sicher. Geht sogar noch. 5 Wechsel, Wahnsinn. Bin mir noch nicht so sicher, wen ich wo einsetze. Ist klar, woher auch, ne? Erst 2 Spiele gespielt, noch nicht mal ganz. Nochmal eine Möglichkeit. Jetzt Remberg. Scholle nochmal. Und Porat. Hätte er sich verdient. Da geht noch weiter. Becker nochmal. Bringt den Ball. Schade, der ist verloren. 89. Wir führen nach wie vor 3:2. 6 Minuten Nachspielzeit. Oh, das sind ja Weltmeisterverhältnisse. Boah, das Ding haben wir gedreht. Das war ein bitterer Arbeitssieg. Scholle wieder mit einer 10,0. Wahnsinn, wie der da vorwärts geht. Also das System scheint ihm zu liegen, aber auch die Vorarbeit, ja, von den Mitspielern. Porat, überragend, überragend, was der in der zweiten Halbzeit abgerissen hat. Mees kommt rein mit einer 7,6. Stellt eine ganze Menge in Frage. Becker mit einer 8,8, selbstverständlich. Top-Profi, wirklich, gefällt mir sehr, sehr gut. Interessantes Spiel in der Summe. In der zweiten Halbzeit haben wir komplett eskaliert, auch was den XG-Wert angeht. Also da wäre noch mehr gefallen. Hätten wir noch etwas mehr Zeit gehabt. Gut gemacht, Männer. Das war ein schöner Sieg. Wunderbare Angelegenheit. Der zweite Spieltag ist durch. Eine echte Auferstehung von den Toten da draußen. Habe ich ja gesagt. Der Mees, ja. Wie Phönix aus der Asche. Was halten Sie von diesem mitreißenden Sieg nach einem Rückstand? Ja, toller Wille. Tolle Einstellung. Das passt perfekt. So. Können Sie Ihre Reaktion in Worte fassen, als Scholle spät für Ihre Mannschaft getroffen hat? Ich bin noch relativ entspannt, weil ich, wie gesagt, wir haben noch nicht so dieses, wir wissen noch nicht, wo wir stehen, ja. Sind wir wirklich schon so gut oder war der Start einfach stark? Ja? Manchmal ist es so eine Liga ist ja ein Marathon, ist ja kein Sprint, ja. Aber auf jeden Fall super Ergebnisse bis jetzt. Das passt doch wunderbar. Okay. Jetzt sind wir haben ein Tor weniger als Elversberg, aber wir haben 6 Punkte auf dem Tableau nach 2 Spielen. Da waren es dann nur noch 32 Spieltage. Ihr seht, da steckt auf jeden Fall Potenzial dahinter. Okay, lasst uns ganz kurz noch reingehen. Die würde ich mitnehmen. Die Geschichten hat nicht genug Superlative für Scholle. Alles klar, enthusiastische Becker lobt Ansprache des Trainers. Auch schöne Sache. Aber jetzt wird es dann langsam schwierig. Ah, jetzt wird's schwierig, ja. Wie kriegst du jetzt die Jungs? Schaut mal, der Bernhardsson, ja, er verdient einen Haufen Geld, ja, aber er zündet noch nicht. Es scheint noch nicht sein Spiel zu sein. Starker Fuß ist links. Vielleicht will er doch darüber. Wo ist der Mees gut? Starker Fuß ist rechts. Ihm hat's auch sehr gut, ja. Mit Flanken passt das ja auch ganz gut. Es ist wirklich schwierig. Wirklich schwierig. Und ich bin ja auch eigentlich immer jemand, der ganz gerne nach dem Leistungsprinzip aufstellt. Nicht nur nach Perspektive, ja. Entwicklung gehört dazu, aber wer hier gute Leistung bringt, ja, den musst du mitnehmen. Das Einzige, wo er ein bisschen abgebaut hat, war im Training. Da war er aufgeführt, hier mit einer 6,5. Das ist natürlich viel zu wenig, ja, für einen Profi. Da muss ein bisschen mehr kommen, Mees. Aber spannend, sollen wir ihn vielleicht, ich meine, was bringt es uns, ja, sollen wir ihn vielleicht einfach mal von der Transferliste runternehmen und das als Joker für den Pichler, der es ja eigentlich auch gut macht. Aber er ist ja noch kein reinrassiger Linksaußen. Würde eigentlich hinter Scholle stehen als Stürmer. Jetzt haben wir ihn dorthin verfrachtet. Fiete haben wir auch noch. Also Material ist da. Macht schon Bock. Ja, aber kriegst du alle halbwegs fair eingebaut. Also Scholle momentan überstrahlt ja alles. Ja, muss man ganz klar sagen. Also der ist so bockstark. Zusammen mit dem Becker, ne, mit einer 7,8. Ebenfalls super, super Leistung. Wen können wir heute mal loben? Ich würde fast sagen, ich nehme den Porat heute mal raus. Kurzes Gespräch führen, Spieler loben, Leistung im letzten Spiel. So, herausragend, weiter so. Können wir das sagen? Wunderbar. Okay, immer regelmäßig versuche ich, Jungs rauszuholen und dann kleine Lobeshymnen zu machen. Hat mir auch gefallen, der Johansson, ja. War eine stabile Leistung. In der zweiten Halbzeit können wir auch mal ganz kurz ein Gespräch führen, weil
Auf die anderen kommen wir sowieso noch zu sprechen. Ne? Das kommt eh noch. Weiter so. Gut, findet ihr auch super. Okay, alles klar. Okay, meine Lieben, so sehen wir uns nächsten Mal wieder. Beim nächsten Mal gegen Carl Zeiss Jena. Oh, Pokal schon wieder. Das ist ja unser Wettbewerb, ne? Boah, das wird heiß. Okay, wir sehen uns. Bis dann. Ciao, ciao.